Time Tool After Work, le Business Talk vous est présenté par Time Tool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. Guten Abend und herzlich willkommen zu Time Tool After Work, im ganz persönlichen Business Talk hier bei uns auf Telebilenk. Ja, und ich freue mich sehr, heute den CEO vom Spitalzentrum Biel zum Gespräch zu begrüßen. Christian Schneider, herzlich willkommen. Hallo, ja. Herr Schneider, nach unserem telefonischen Vorgespräch, das geht am rund etwa eine halbe Stunde, habe ich den Eindruck gehabt, dass wir locker aus dieser Sendung etwa eine Stunde machen könnten. Das würde etwa im Dreifachen von der regulären Sendezeit entsprechen. Sie machen auf mich einen Eindruck, dass Sie einen sehr breiten Horizont haben, viel erlebt haben. In welcher Phase von Ihrem Leben stecken Sie aktuell? Gute Frage. Ich habe so eine neue Konsolidierungsphase. Das hat aber aus privaten Gründen eine größere Veränderung. Und ansonsten, ich meine, mit 52 steckt man voll drin. Also am Machen, am Kreieren, am Weiterbringen. Hat auch so eine Form von Selbstsicherheit. Oder? Wenn man über 50 ist, dann hat man schon das Gefühl, eigentlich schon relativ viel gesehen zu haben. Und das auch anzuwenden im Alltag. Also dass ich im Moment bin ich Hochphase. Die Hochphase voll drin, oder? Und ich habe auch für Sie in meinem Notizbuch eine Doppelseite gemacht mit Anekdoten, mit Stationen aus Ihrem Leben, wie ich das für all meine Gäste mache. Und da tauchen wir doch jetzt zusammen ein und wir starten bei Ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie sind seit dem November 2017 CEO vom Spitalzentrum Biel. Sie haben dort übernommen in einer herausfordernden Phase. Sie haben Personalabgänge gehabt, leere Bettstationen, der Umsatz ist rückläufig gewesen. Wie schauen Sie heute mit welchem Gefühl auf den November 2017 zurück? Sehr selbstsicher, weil ich sage immer, es ist einfacher, ein Unternehmen, eine Führung in einem Unternehmen zu übernehmen, wenn das Unternehmen nicht so gut läuft. Weil mit einer guten Vision, mit auch entsprechender Motivation und Freiheit gegenüber den vielen Fachkräften, die dann dort arbeiten, kann man relativ schnell viel bewegen. Mhm. Wenn Sie ein Unternehmen übernehmen, das perfekt läuft, damit sie dann schon darauf schauen, dass sie nicht relativ schnell einmal zerstörerisch unterwegs sind. Und darum bin ich da, ja, es ist eine anstrengende Zeit gewesen, aber es ist ja sehr, also von Anfang an bis heute ist super, weil wir eben so viel machen können. Ja, und Ihnen eilt ja auch ein Ruf voraus, oder? Sie sind ein hervorragender Krisenmanager, muss man sagen. Sie haben auch im Hôpital du Jura, wo Sie vorher tätig waren, hat es auch schon turbulente Zeiten gegeben. Wieso können Sie Krise? Oder was macht es aus Ihnen eben einen guten Krisenmanager? Ja, ich niemals selber sagen, dass man ein guter Manager ist, aber ich habe einfach keine Angst. Und ich sage immer so, egal was man macht, was vor einem ist, es gibt irgendwann eine Lösung. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und wenn man nicht gerade in Panik ausbricht, dann und noch ein bisschen Engagement reingeht, dann schafft man das. Mhm. Und wenn man dann noch ganz viele Leute hat, gemeinsam, schafft man es noch viel einfacher. Aber fällt Ihnen das vielleicht auch ein bisschen einfacher? Wir sehen Sie, oder? Sie sind, haben die Ausbildung gemacht als Pfleger, haben nachher einen Wahnsinnswerdegang gemacht bis jetzt zum Spitaldirektor, dass Sie, weil Sie eben auf Deutsch gesagt, von der Basis kommen, dass sie vielleicht die Zürger, die Ängste, die Fragen auch von den Mitarbeitern einfach ein bisschen besser verstehen. Das macht es vielleicht, dass ich in einem Spital vielleicht doch recht gut funktioniere. Ich weiß nicht, ob ich eine Bank oder eine andere Industriefirma genauso aus einer Krise herausführen könnte. Mhm. Ich glaube schon, der Vorteil ist, dass ich weiß, von was ich rede. Respektive, dass ich weiss, was meine Leute brauchen, beziehungsweise auch noch mal eine neue Form oder eine andere oder eine bessere Form von Verständnis haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich heute noch alles weiss von der Pflege und von der Medizin, aber so
die Grundstruktur vom Denken ist mir klar, weil ich das selber mal gehabt habe und das hilft natürlich. Ja, und Sie sind verantwortlich für rund 1900 Mitarbeitende. Man kann sagen, auch für Gesundheitsversorgung, also einen grossen Teil davon in der Region. Und jetzt auch noch eine grosse Verantwortung mit einem Neubau vom Spitalzentrum in Brügg. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, ja, nur immer lustig ist jetzt das Projekt auch nicht. Ich stelle mir vor, es nimmt einen riesen Teil auch ein von Ihrem Pensum, ist eine grosse Verantwortung. Was sind so ein bisschen die Sachen, die manchmal nicht immer lustig machen? Ja, ich meine, Sie können nicht einfach hingehen und sagen, ich baue jetzt mal ein Gebäude, sondern Sie werden vor allem in der Schweiz relativ schnell mit allen Themen, die die Schweiz bewegt, konfrontiert. Und ich habe eine lustige Situation, also im Nachhinein eine lustige Situation, während der Diskussion grauenhaft ist es darum gegangen, über den Veloweg. Und dann hat sich mein Verwaltungsratspräsident dort eingelesen, ganz Wochenende, und hat Schweizer Gesetzgebung und Verordnungen zu den Velowegen. Es gibt Velovorgangsrouten, Zufahrten, wer zahlt was, wo dürfen sie langgeführt werden, wie nicht, wie breit sind sie, dass es Velo überholen kann und so weiter. Es ist alles geregelt. Und sie werden irgendwann einmal zum Spezialist für alles, was Grund und Boden in der Schweiz betrifft. Und das ist eigentlich nicht so meine Idee gewesen. Meine Idee ist einfach gewesen, wir brauchen ein neues Spital, wir haben eine Infrastruktur, die veraltet ist. Ja, und das ist dann schon anstrengend. Ja, also man wird manchmal ein bisschen konfrontiert, manchmal auch mit dem Schweizer Bünzlitum sozusagen. Ja, aber ich beurteile das nicht einmal, ob sie das brauchen oder nicht. Ich sage einfach, es ist einfach, sie müssen einfach sich mit allem auseinandersetzen. Ja. Und auch Sie, auch der Christian Schneider, hat einmal klein angefangen, aufgewachsen in Lörrach. In Deutschland. Und wir haben ein Familienfoto von Ihnen vorbereitet, das Sie mitgebracht haben. Und Sie haben zu dem Familienfoto gesagt, ja, das sei etwa so das speissigste Familienfoto, das es gäbe. Wie alt sind Sie da circa und was muss man da darunter verstehen unter dem speissigsten Familienfoto der Welt? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so... Ich müsste so um die 23, 24 sein. Das ist tatsächlich in Lörrach. Wenn man sieht, sind so genau so ein kleines Buchs-Häckli. Und eben sieht man schon an denen, es ist alles so fast perfekt. Und ja, das habe ich Ihnen gesagt im Vorgespräch. Ich bin wie in einer geschützten Werkstatt aufgewachsen. Alles, keine Gewalt, kein Alkohol, wir hatten nicht einmal Tote in der Familie, nichts. In meiner ganzen Jugend ist einfach alles so riebig, mehr oder weniger reibungslos gelaufen. Und es hat auch kein Geldproblem und ich eigentlich machen können, was ich wollte. Strenge Eltern aber. Und ich sage das immer so, weil aufgrund von der Feierung im Alltag habe ich erst mal begriffen, was es noch anders gibt an Familien mit selbstzerstörerischen Strukturen oder mit Problemen oder mit Krankheit. Wo Sie konfrontiert werden durch Mitarbeiterführung. Genau, und ich sage das zwar immer so mit einem leichten negativen Touch, weil es ein bisschen langweilig war in meiner Familie. Und handgrund bin ich natürlich auch dankbar, weil ich eben genau die Probleme nicht hatte. Und vielleicht auch über die Pflege und natürlich jetzt auch über die Führung mit dem Leben von anderen Menschen konfrontiert wird. Ja, und das ist noch, also da schluckt man dann schon, was da alles passiert. Sie haben gesagt, geschützte Werkstatt familiär. Ihr Vater ist im EDV, oder man sagt IT-Bereich gesehen. Ihre Mutter hat daheim, also hat auf Familie und den Haushalt geschmissen. Sie haben einen Bruder, eine Halbschwester. Was sind Sie für einen Bub gewesen? Wie ist der Charakter von Christian Schneider als Bub? Schwierig. Also ich wollte mich nicht als Sohn haben. Ja, also das muss ich schon sagen. Ich habe in der Schule nichts gemacht. Aber nichts. Nie. Ich habe das Abitur in Deutschland bin ich vor 100 der Zweitletzte gewesen. Und ich glaube, die haben zum Schluss gemacht, dass ich einfach verschwinde von dieser Schule. Sind Sie da ein bisschen faul gesehen oder ein bisschen faul, berechnend faul. Ich habe einfach gewusst, so und so viele Punkte muss ich noch machen, damit ich gerade noch
das Jahr arbeite. Ich, ich bin immer Schülersprecher gewesen. Es hat immer einen der Oberschüler, der dann auch, ich bin in der Schulkommission gehockt. Ich habe auch das Schulfest immer organisiert. Dort bin ich immer zuvorderst gewesen. Aber wenn es um die Hausaufgaben gegangen ist, oder pure Anwesenheit, also ich bin auch regelmäßig nicht in die Schule gegangen. Also eigentlich eher auf der üblen Seite. Aber, und jetzt drehe ich das um, also das ist jetzt mal sagen, die reine Intelligenz, aber ich glaube, emotional intelligent bin ich relativ früh gewesen. Mhm. Und so sind gesagt, sind auch gerne, sagt mal, die klassischen Schulfächer vielleicht weniger, aber gerne ein bisschen fest organisiert. Da können wir nachher auch noch drauf sprechen. Ihre Mutter ist aus Berlin gekommen. Sie haben das Abitur schon angetönt. Mhm. Und da gibt es einen prägenden Moment, kann man sagen. Sie sind auf Matura-Reise gesehen 1989. Kurz bevor der damalige Bundesaußenminister Genscher die bekannte Balkonrede gehalten hat auf der deutschen Botschaft in Prag. Was haben Sie dort erlebt? Ja, eben dadurch, dass ein Teil von meiner Familie in Ostberlin ist, bis heute noch, aber jetzt halt nicht mehr Ostberlin, haben wir natürlich einen besonderen Bezug dazu gehabt. Meine Großmutter ist aus der DDR als Rentnerin zu uns nach Westdeutschland gekommen, nach Lörrach. Die Rentner haben ja gehen dürfen, weil sie eigentlich nur eine finanzielle Belastung waren. Ja, und dann sind wir mit der Klasse nach Prag, bevor eben dann die ganze Wende eigentlich offiziell war. Und in Prag, dazu mal sind überall noch die Holzgerüste gewesen. Das ist ja wirklich das Prag, das man heute nicht mehr so sieht. Ist ja alles renoviert und schön gemacht. Hat ja auch dazu mal nichts kostet für uns Westeuropäer. Und sind wir immer essen und haben überall DDR-Menschen angetroffen, die uns angesprochen haben. Mhm. Und gefragt haben, wo ist die westdeutsche Botschaft. Und wir haben gesagt, ja, wir wissen wo und wir können euch dort begleiten. Das ist überhaupt kein Problem, was wir auch gemacht haben. Und dann sind wir tatsächlich praktisch jeden Abend mit Zigaretten, Wodka und irgendwelche DDR-Leute, die wir dort angeführt haben, sind wir am Palais Lobkowitz hinten zum Park. Dort ist ein grosser gusseisener Zaun und haben dort Zigaretten und Alkohol übergegeben. Und dort waren Tausende von Menschen. Die Männer haben tagsüber geschlafen, Frauen und Kinder haben nachts geschlafen in den Zelten vom Roten Kreuz, die dort aufgebaut worden sind. Und dann haben uns die Leute eben zum Beispiel den Trabi-Schlüssel gegeben und gesagt, ich habe noch etwas im Auto vergessen. Und dann haben sie gesagt, wo der Trabi parkt ist, ja, und sind wir noch mal da und haben das gebrochen. Also ich glaube, wir sind gar nicht drin, uns ist eigentlich gar nicht bewusst, was wir da gerade erleben. Was für ein grosser Moment das auch ist, oder? Ich meine, dann nachher am 9. November ist dann auch wirklich der Mauer voll gewesen. Und das ist also ein absolut historisches Ereignis, wo sie mitgenommen haben und auch Flüchtende unterstützt haben. Genau. Ein paar Jahre später sind sie dann von Lörrach in die Schweiz gekommen für Pflegerausbildung am Unispital Basel. Ist vielleicht auch das Interesse an Menschen? Oder die Frage ist, dass haben sie Leute unterstützt? Nachher Pflegerausbildung. Kann man sagen, dass auch bei der Pflegerausbildung, die sie nachher in der Schweiz angefangen haben, das Interesse am Menschen im Fokus gestanden ist? Oder was hat sie fasziniert an Pflegerausbildung? Ich weiß gar nicht, ob es... Also grundsätzlich, ich glaube schon... am wohlsten fühle ich mich, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Also mich kann man nicht irgendwo in ein Büro hineinsetzen und dann kann ich da vor mich anschauen. Das kann ich schon mal, aber das hat eine begrenzte Zeit. Ist auch heute so, ich habe ja kein eigenes Büro mehr im Spital. Ich habe zwei Arbeitsplätze und sonst bin ich eher bei den Leuten. Mhm. Und ich habe dazu in Deutschland nach dem Abitur dann Zivildienst gemacht, also den Dienst an der Waffe verweigert. Ich war 18 Monate in einem Altersheim in Lörrach. Und parallel hatte ich eine Kollegin in meiner Clique und die hat die Ausbildung eben auch in Basel gemacht, eine Deutsche, die Ausbildung in Basel gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mich da... Ist eigentlich noch cool, das ist super. Ja. Bis nachts arbeiten, Wochenende frei, unter der Woche ist alles tipptopp. Und dann habe ich mich dort beworben und habe dann also sofort die Ausbildungsstelle gekriegt. Und Sie sind ja auch lang in Basel geblieben. Genau. Sie sind 20 Jahre am Unispital Basel gewesen, haben wirklich Karriere gemacht. Sie haben als Pfleger Lernende sozusagen angefangen. Sie sind dann bis Departementsleiter geworden. Und dass es auch nicht nur immer um einen Beruf oder um die harten Sachen gegangen ist, das sieht man auch auf den folgenden Bildern. Sie haben einmal, Sie müssen mich korrigieren, mit Kollegen aus der Pflegestation einen Kalender gemacht. Ja.
Man sieht hier, Sie sind Minister Juni gesehen. Genau. Was haben Sie Geld gesammelt für einen guten Zweck? Oder ist das einfach ein reiner Gag gewesen? Oder um was ist es da gegangen? Ja, es ist, ich war dort auf der Notfallstation gesehen, und das ist... Ich habe auf der Notfallstation geschafft, als die Twin Towers zusammengebrochen sind, an dem Abend. Und danach sind ja die Firefighter-Kalender rausgekommen, so ein bisschen sexy. Und dann irgendwie wir alle Männer von dieser Notfallstation in dem Team gesagt, eigentlich könnten wir auch so einen Kalender machen. Und was man hier sieht, ist, dass ich mit Pflegeöl geschmiert bin und das ist eigentlich ein Bettgitter. Und dann haben wir versucht, so pseudo-erotische Bilder zu machen. Haben dann das alles, also ist alles gebastelt, draufgeklebt, das ist nicht gedruckt. Ich bin am 25. Juni geboren, darum bin ich der Juni. Genau, und dann haben wir die für 50 Franken verkauft. Sind natürlich weggegangen, wie warm ist. Wie warm ich weg? Ja, ja gut, und das spricht ja für ja, Sie genau. Und Ihre und, Kollegen aus der Pflegeabteilung. Ja, und es ist auch, dort ist ein bisschen um Stimmung gegangen. Ich war ja dann später auch Stationsleiter gewesen von dieser Notfallstation. Und es ist einfach, ja, ein bisschen Leben reinbringen. Ich meine, eine Notfallstation ist sonst einfach Leiden und Tod. Ja, also das einfach mal ein bisschen etwas anderes. Sie haben nachher nicht auf Karte oder auf einen Karrierezweig Model gesetzt, sondern Sie haben einen anderen Karrierezweig eingeschlagen. Wie wichtig ist Ihnen Karriere? Ah. Also Karriere tut gut fürs Ego, aber es ist nicht... Ich habe eigentlich nie Karriere gezielt gemacht. Wir sind wirklich alle Posten, die ich hatte, sind mir angetragen worden. Und natürlich gibt es einen Bewerbungsprozess, klar, aber ich habe nie gezielt gesagt, ich wollte mal Spitaldirektor oder nicht einmal Stationsleitung oder Departementsleitung, sondern ich denke einfach über meine Art und meine Offenheit und wahrscheinlich schon auch über Form von Engagement. Ohne Engagement geht es nicht. Hat das funktioniert und was ich halt schon glaube, ausstrahle, ist eine gewisse positive Grundhaltung. Und das tut wahrscheinlich den Leuten schon relativ gut. Und das brauche ich ja auch selber. Und durch die positive Grundhaltung, die Sie jetzt auch ansprechen, da sind Sie auch umgekommen. Gerade so in den Zeiten, wo Sie in Basel waren. Sie sind für tief verankert gesehen, in der Kunstszene, in der Theaterszene, in der Zirkusszene. Und sind unter anderem plötzlich in die Ferien gegangen mit der Familie Knie. Auch hier haben wir ein Bild vorbereitet. Wie ist es zu dem gekommen, dass Sie plötzlich, wie gesagt, hier sind Sie in der Ferien mit Damen und Herren von der Familie Knie. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie plötzlich hier auf Du und Du sind mit der Schweizer Zirkusfamilie? Ja. Also mein damaliger bester Freund hat Produktionen für das Schweizer Fernsehen gemacht und in Basler Szene sehr bekannte Person. Und er hat mich dort überall mitgenommen und dann bin ich plötzlich so eine anerkannte Person gesehen. Das ist Amsterdam. Die Familie Knie hat jahrzehntelang eigentlich den Winterzirkus gemacht. Die haben ja Zirkusgebäude. Ja. Und dann haben wir sie hier in Amsterdam. Das war, glaube ich, sogar ein Neujahrsessen gewesen. Darum habe ich eine Krawatte an. Mit der Marie-José. Ich bin einfach, das ist wie 10 Jahre sind das gesehen, von 21 bis 31, wo ich all das erleben durfte. Auch die Leute, ich habe ja auch eigentlich kein Geld gehabt, also ich muss ganz ehrlich sein, aber die Leute mich eingeladen haben, mich mitgenommen haben, ich plötzlich auch ein Abonnement für das Drei-Sparten-Haus hatte, dann die Art VIP Preview-Karte und so. Und immer überall dort, ja, einfach immer dabei gesehen. Und Sie haben es gesagt, oder? So 20 bis 31. Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, das seien so Ihre wilden Jahre gewesen. 20 bis 31. Für mich hat sich die Frage aufgedrängt, wieso 31? Also was ist denn... Ist das so abrupt fertig gewesen? Ist es karrieretechnisch weitergegangen? Sie haben doch einiges gemacht. Oder wieso ist es bis 31 gewesen? Weil ich dann zum ersten Mal eine ernsthafte Partnerschaft, also meinen Mann dort kennengelernt habe. Und je nach 10 Jahren,
einfach praktisch jeder oben im Ausgang, überall dabei sein. Dort baut man nicht etwas für langfristig auf. Also muss ich auch sehen, dass so ein Leben mit diesen Menschen hat auch eine gewisse Form von Oberflächlichkeit. Mhm. Ich kann konsumieren können, alles, was sie haben wollen, was sie auch sehen wollen. Aber das sind, man merkt natürlich dann schon, dass dort gesellschaftliche Unterschiede trotz allem bestehen. Und dort gibt es vielleicht drei davon, wo sagen, das ist es wert für langfristig und der Rest ist oberflächlich. Und das war dann so mit meinem, mit wo die Liebe hinfällt und dann gibt es andere Regeln. Sie tun nicht so, wir kommen schon langsam auch ein bisschen in die Schlussrunde. Sie haben gesagt, dass sie haben dort Partnerschaft gehabt, auch mit Blick auf jetzt. Also sie sind sehr viel unterwegs, haben grosse Verantwortung, auch gerade wenn wir auf das Privatleben und auch auf Partnerschaft und so weiter zu sprechen kommen. Gibt es Sachen, die bei Ihnen im Leben aufgrund von Ihrer Tätigkeit einfach auch zu kurz kommen? Mhm. Ja, klar. Also einmal Hobbys kommen zu kurz. Ich bin, seit ich 12 bin, eigentlich ein passionierter Golfer. Das mache ich jetzt noch irgendwie 5-6 Mal im Jahr. Ich habe es nie ganz aufgehört, aber das... entweder man führt das Unternehmen gut oder man spielt Golf und hat ein tiefes Handicap. Ich habe ein tiefes Handicap, aber eben, ich spiele es nicht mehr so stark. Es kann einem passieren, dass man die Rechnung zahlt. Das ist mir passiert, das kann ich auch relativ offen sagen. Ich habe mich letztes Jahr nach 21 Jahren eben getrennt und das hat sicher partnerschaftliche Themen, wir haben uns auseinandergelebt. Und andererseits, so ein Job hilft natürlich nicht. Oder? Also wenn Sie ein öffentliches Spital führen möchten, und ich glaube, das ist einer von der Erfolgskriterien, ist ein öffentliches Haus führen Sie nur dann gut, wenn Sie sich auch in die Gesellschaft begeben. Mhm. Das ist im Jura so gesehen, da müssen wir auf den Pferdemärkt nach Saint-Léger, auf den Dorfmärkt, wir müssen überhaupt am Samstag auf dem Markt sein, damit einem erzählen können, wie lange sie auf der Notfallstation wieder gewartet haben. Das muss man sich alles. Aber nur so bringt man eigentlich die Idee, die man hat, auch vorwärts, kann die erklären, also nicht nur verkaufen, sondern wirklich erklären. Und das Gleiche ist auch in Biel, mit den Leuten mitmachen und ja, irgendwann ist ein bisschen zu wenig Zeit für die Partnerschaft rum. Also, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, dass Sie mitten in Ihrem Leben schicken. Wir haben jetzt ein paar Anekdoten miteinander besprochen und ich habe es auch gesagt, oder? Wir könnten locker eine Stunde aus dem Gespräch machen. Abschließend die letzte Frage mit Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn wir zurück zu dem Familienfoto gehen in Lörrach, was würden Sie im Christian Schneider, der dort auf dem Familienfoto ist, mit auf den Weg geben fürs weitere Leben? Dass er es nochmal so macht, dass er, wenn er wüsste, was auf ihn zukommt, ja nichts ändern soll. Und die Opportunitäten, die sich ihm bieten, dass er die alle greifen soll. Danke vielmals für das Gespräch, Christian Schneider. Dankeschön. Danke Ihnen vielmals. Merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist gesehen mit Afterwork, unserem ganz persönlichen Business Talk. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. After Work, le business talk, vous a été présenté par Time Tool, la solution innovative suisse pour l'enregistrement du temps en ligne pour tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise.